Herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer TobiTV und willkommen zu einem weiteren Vlog, wie ihr gerade gesehen habt. Habe ich meinen Rucksack gepackt, da habe ich alles reingepackt, weil ich für ein Musikvideo brauche. Und zwar habe ich wieder meinen Track aufgenommen und quasi das Video dreht sich heute quasi fast nur darum. Making of vom Video, dann gehe ich gleich noch einkaufen und dann mal gucken, was wir so machen. Das Video, da wird mein Bruder mir ein bisschen was helfen und dann gucken wir einfach mal, wie das Ganze wird. Wie gesagt, Making of nehme ich euch mit, das ist mein Bundeswehr-Rucksack. Da passt halt die Boxe, die wir dafür auch brauchen, perfekt rein. Und deswegen, ja, habe ich alles jetzt reingepackt und dann würde ich sagen, viel Spaß beim heutigen Video, Leute. Boah, ist das schwer, Alter. Vielleicht soll ich euch auch mal mitnehmen. So, ab nach draußen. Wow, viel zu breit der Rucksack. Tür zu und ab die Post. Puh, aber das ist schwer. Beim Penny angekommen und Alter, der Rucksack ist mega schwer, aber ihr glaubt gar nicht, wie behindert die Leute gucken, wenn man einen Bundeswehr-Rucksack aufhat. Auf jeden Fall traumhaft der Blick. Ich kann euch das leider nicht filmen, aber hey, macht das mal. Zieht man einen richtigen Bundeswehr, einen originalen Bundeswehr-Rucksack an oder von der Armee oder was und lauft man durch die Straßen. Wie die Leute gucken, ist einfach göttlich. So, erstmal ab im Penny. War schön, so ein Punch Energy, auf jeden Fall nice. Ein paar Pringles und dann weiter eigentlich. So, ab zur Kasse, Leute, und dann geht's endlich ab zu meinem Bruder. Erstmal einen Schluck Energy. Den habe ich noch gar nicht getrunken. Das ist Monster Punch Ballers Blend. Aber eigentlich nice. So, ich packe euch jetzt erstmal ein. Weil ich gehe jetzt zu meinem Bruder. Und ich will in der Zeit ein paar Chips essen. Habt ihr ja gesehen, habe ich ja geholt. Und ja, wie gesagt, ich stecke euch mal eben ein. Sag ich mal, bis gleich, Leute. So, Leute, bin jetzt mit meinem Bruder unterwegs und dann gucken wir jetzt mal, ob wir irgendwo eine Location finden, um das Musikvideo zu drehen. Und es ist mega Sonne, mega warm, auf jeden Fall nice. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir einen gescheiten Ort, sag ich mal, finden. Dann wird ja gleich ein Musikvideo gedreht, ihr seid natürlich dabei und ja, ist warm. So, auf jeden Fall jetzt hier eine Location gefunden. Wir werden das Musikvideo jetzt hier aufnehmen. Ich werde dann einen kleinen Timelapse draus machen. Mir ist mega warm. Gleich noch der Tuch vor Gesicht, habe ich ja in Musikvideos immer. Alter, wird da noch wärmer? Hier voll Killer-Gegend, ne? Hier so überall Graffitis dran, voll scheiße, aber naja. Da kann man sich einfach mal, falls ein Zug kommt, so auf die Gleise stellen. Das geht dann auch, aber ich gehe mal lieber runter, bevor die Bullen kommen. Naja, was willst du machen? Ehrenlos, ehrenlos, ehrenlos. Es ist die Welt tot. Jo Leute, immer noch mit meinem Bruder unterwegs. Musikvideo mussten wir schon mit den Lekria drehen. Auch geil. Naja, eigentlich überhaupt nicht geil, aber ist nun mal so und ich hoffe, man versteht mich überhaupt gerade.
Weil alle Akkus sind überhitzt. Von der Gimbal-Kamera, von der Leica, die ist jetzt auch aus, ist überhitzt. Und jetzt muss ich mit dem Handy filmen. Naja, geht auch irgendwo, ne? Aber ist die Kette auf dem Bild. Hä? Ist die Kette auf dem Bild. Ja, warum nicht? Der hat die Kette am Passbild. Naja. Jetzt auf dem Weg nach Hause, Leute. Mein Bruder ist auch noch wieder am Start. Und das soll langsam mal das Musikvideo schneiden. Ne? Ein bisschen was habt ihr ja davon gesehen. In einer kleinen Timelapse. Und dann gleich mal gucken. So, Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause und werde jetzt auch so langsam den Vlog hier beenden. Und eins kann ich euch sagen, ey, ich verfluche dieses scheiß warme Wetter. Zwar sind beide Akkus aus beiden Kameras, aus der Legria und aus dem Gimbal, Fratze im Arsch, nur weil es so warm war, ey. Kann doch nicht wahr sein, ohne Witz, nur weil die länger in der Sonne lagen. So, aber dann würde ich sagen, beende ich mal hier den Vlog und dann sage ich mal, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Das war wieder euer TobiTV und tschüss.